der Schlafstörungen versteht man eine Reihe von Störungen des Schlafes. Heute in der Schlafmedizin zählt man dazu aber auch die Wachstörungen, die Probleme, die man am Tag auch haben kann als Folge einer Schlafstörung. Man spricht also gerne von Schlafwachstörungen. Das Problem des Einschlafens, des Durchschlafens oder des frühen Erwachens mit dem Tag dann die Müdigkeit. Das ist sicher die häufigste, ca. 10% der Bevölkerung leidet darunter. Die zweithäufigste Form ist das umgekehrte Problem. Tagsüber schlafen die Patienten, die Menschen ein. Sie müssen gegen die Müdigkeit kämpfen. Das ist ca. 5% der Bevölkerung. Die dritte Kategorie ist die Situation, wo der Schlaf und die Wachheit per se normal sind, aber aus dem Schlaf Ereignisse auftreten, die ungewöhnlich sind, schreien, sich bewegen, gewalttätig werden, das Schlafwandeln. Diese Störungen nennt man Parasomnien. Das sind einige wenige Prozente der Bevölkerung. Und schließlich Störungen des, wie wir sagen, biologischen Rhythmus, zum Beispiel der gewöhnliche Jetlag, aber auch genetische Formen, wo der Rhythmus einfach gestört sind. Das sind die vier großen Gruppen der Schlaf-Wachstörungen. Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Circa jedes dritte Kind leidet im Verlauf seiner Entwicklung unter Schlafstörungen. Anzeichen für eine Schlafstörung sind vor allem, wenn Kinder nachts länger oder am Abend beim Einschlafen länger als 30 Minuten wach liegen, öfters in der Nacht erwachen und länger nicht mehr einschlafen können. Oder auch am Morgen, wenn sie aufstehen müssen, Mühe haben mit dem Aufstehen, tagsüber müde wirken, unkonzentriert zum Beispiel in der Schule, quengelig oder nörgelig sind. Wir haben neben psychologischen, psychischen Störungen auch umgebungsbedingte Ursachen, Wärme, Kälte, die Schlafbedingungen per se, Lärm, Medikamente, die man einnimmt, Alkohol. Schlaf ist ja ein Produkt des Gehirns. Wachsein hängt vom Gehirn ab und es ist normal, verständlich, dass auch die Ursache im Nervensystem liegen kann. Ich denke an Restless Legs, also die unruhigen Beine. Ich denke aber auch an Schläfrigkeitsursachen wie die Narkolepsie und so weiter. Dann haben wir auch internistische Ursachen, eine Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel und so weiter. Und das ist also eine Vielzahl von möglichen Ursachen, die natürlich auch entsprechende Abklärungen verlangen. Der Schlafmediziner wird natürlich eine Geschichte erheben, den Patienten untersuchen und immer wieder wird dann auch eine Schlaf-Wach-Abklärung in einem Labor notwendig sein, wo man den Patienten verkabelt und eben mit mehreren Elektroden und mit mehreren Parametern dann den Schlaf und die Wachheit monitorisiert und überwacht. Tipps für einen gesunden und erholsamen Schlaf wären sicher eine regelmäßige Tagesstruktur. Das hilft, die innere biologische Uhr zu stellen, hilft dann auch, einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus zu fördern. Dann auch individuell zu schauen, von wie viel Schlaf das Kind braucht. Ein Bezugsobjekt, zum Beispiel ein Stofftier oder ein Nuscheli mit ins Bett zu geben und dann auch darauf zu achten, dass das Kind lernt, alleine einzuschlafen, damit es dann in der Nacht auch, wenn es erwacht, auch alleine wieder einschlafen kann. Und Rituale, die helfen, dem Kind Sicherheit zu geben, dass es gut einschläft.